Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Video, in dem wir uns mit Microsoft Stream erneut ein wenig tiefgründiger beschäftigen möchten. Heute geht es um das Thema Forms und Umfragen. Wie kriegen wir diese innerhalb eines Microsoft Stream Videos angezeigt? Was sind die Besonderheiten und worauf müssen wir achten, damit die entsprechende Umfrage auch automatisch geöffnet wird und unsere Schulungsteilnehmer nichts dafür machen müssen? Beginnen wir erst einmal mit dem Punkt, wie wir eine Forms-Umfrage innerhalb von unserem Video platzieren können. Dafür gehen wir auf die Stream-Plattform und suchen uns entsprechend das Video aus, in dem wir eine Umfrage platzieren möchten. Hier oben recht mittig in dem Fenster sehen wir jetzt Aufzeichnung und Interaktivität. Und wenn wir auf die Interaktivität klicken, haben wir hier die Möglichkeit, ein Formular hinzuzufügen. Dort klicken wir einmal drauf und müssen hier nun die URL der Umfrage eintippen. Oder wir gehen hier auf das Symbol, das Viereck mit dem Pfeil, das rechts nach oben abgeht. Im Anschluss öffnet sich automatisch unser Microsoft Forms und wir sehen die Umfragen, die wir selber erstellt haben oder Zugriff darauf haben. Habt ihr noch keine Umfrage erstellt, solltet ihr hier oben neue Formular anklicken, eine Umfrage erstellen, damit ihr diese auch nutzen könnt. Ich werde jetzt für das Beispiel einmal diese Umfrage nehmen. Der Inhalt ist jetzt hier eher irrelevant. Es geht ums Doing und wie wir das einbinden können. Als nächstes klicke ich hier oben auf den Bereich Teilen und finde nun hier die URL, die ich benötige. Die können wir einmal kopieren, wechseln wieder zurück in Stream und fügen nun hier die URL ein. Direkt hier drunter können wir einmal einen Namen definieren, wie wir das Ganze nennen möchten. Ich nenne es jetzt einfach mal Feedback und der wichtigste Punkt ist hier unten diese Zeitlinie, die können wir verändern, indem wir unseren Marker einfach auf die Position schieben, wo wir die Umfrage haben möchten. Wir sehen jetzt hier, hat sich das Ganze auf 5 Minuten geändert, hier oben auch. Und zu guter Letzt klicken wir nochmal auf zur Zeitachse hinzufügen. Und nun sehen wir hier, dass bei den Interaktivitäten bei 5 Minuten eine Umfrage mit Forms gesetzt wurde, die heißt Feedback. Das Doing an sich, wie wir das Ganze absolvieren können, ist gar kein Problem. Jetzt kommen wir aber zum wichtigsten Punkt. Wie wird das Ganze ausgelöst? Wir sehen jetzt hier einmal, oberhalb des Mauszeigers haben wir mit einem weißen Kreis markiert, wo die Umfrage liegt. Und der schwarze Punkt markiert jetzt einmal das Event, dass diese Umfrage auch automatisch geöffnet wird. Ich switche einmal hier in diesem Bereich. Und wir starten das Video und schauen einmal, was passiert. Wenn wir jetzt den Marker erreichen, beziehungsweise sehr nah in die Nähe kommen, sehen wir, dass automatisch diese Umfrage geöffnet wird. Und wir haben jetzt hier einmal die Möglichkeit, uns eine Frage auszusuchen. Wenn wir spezielle Einstellungen getroffen haben, diese Umfrage im Nachhinein downzuladen oder uns eine Empfangsbestätigung zu senden, wird das Ganze hier ebenfalls ausgeführt. Ich klicke auf Absenden. Die Umfrage ist erfolgreich versandt worden. Ich habe hier auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze downzuladen oder weitere Antworten zu senden. Um nun zurück zum Video zu gehen, haben wir hier entsprechend den Button, dass wir wieder zurück zum Video gehen können. Und nun haben wir die Besonderheit, dass hier oberhalb meines Cursors der weiße Punkt nicht mehr mit einem schwarzen Punkt gekennzeichnet wird. Das heißt, diese Umfrage wird nicht mehr automatisch geöffnet. Gleichzeitig sehen wir hier auch ein Auge bei Abrufe. Das heißt, dass ich dieses Formular schon mal abgerufen habe. Somit wird es nicht mehr automatisch ausgeführt. Wenn wir erneut in den Bereich der Umfrage springen und einmal kurz warten, bis sich der Timestamp entsprechend in dem Bereich befindet, sehen wir nun hier, dass Öffnen Feedback erscheint und wir dort draufklicken können. Wenn wir das Ganze einmal machen,
öffnet sich die Umfrage erneut und ich kann wieder daran teilnehmen. Nochmal kurz zusammengefasst, wenn ich diesen Bereich zum ersten Mal mir anschaue, wird diese Umfrage automatisch geöffnet. Schaue ich mir diesen Bereich zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal an, dann muss ich dieses Event manuell auslösen, indem ich auf den entsprechenden Button klicke. Wofür machen wir das Ganze? Was ist der Sinn dahinter? Ganz einfach, wenn ihr ein Schulungs- und Weiterbildungszentrum über Microsoft Stream ablaufen lasst und das Ganze kombinieren möchtet mit einem IT-Führerschein, einer komplexen Schulung oder Freischalten von Berechtigungen. Wir können damit auch eine Datenschutzschulung durchführen, indem wir einfach mal ein Video erstellen oder schon ein fertiges Video haben. Das laden wir hier bei Stream hoch, platzieren in den entsprechenden Bereich dieses Formular, was automatisch abgerufen wird. Wir erhalten eine Rückmeldung darüber und danach können wir das Ganze entweder ablegen und archivieren. Gerade dann, wenn es um Datenschutzschulung geht, ist das sehr wichtig. Oder wir können im Nachhinein weitere Events auslösen. Heißt im Endeffekt, habe ich eine komplexere Schulung, möchte ich, dass die Teilnehmer strukturiert vorgehen, kann ich bestimmte Videos freigeben oder auch erstmal nur eine Schulung freigeben. Am Ende wird eine Abfrage gemacht. Eine gewisse Person erhält diese Abfrage und dann können wir weiter vorgehen. Ist dieser Fragebogen am Ende gut, vernünftig ausgefüllt, mit wenig Fehlern, kann man weitere Schulungsinhalte freischalten. Ist das entsprechend fehlerbehaftet, sodass man sagen kann, er hat diese Schulung nicht verstanden, müsste man ihn nochmal auffordern, dasselbe zu wiederholen, solange bis er die Schulungsinhalte richtig vermittelt bekommen hat und damit auch weiß umzugehen. Das Ganze lässt sich auch noch mit Power Automate automatisieren. Würde jetzt aber ein wenig zu komplex werden. Was ihr euch mitnehmen solltet, ist, wenn ihr innerhalb eines Videos bestimmte Abfragen machen möchtet, sei es jetzt einfaches Feedback, wie den Teilnehmern das Video gefallen hat, oder auch komplexere Strukturen, indem ihr wirklich Wissen abfragen möchtet, um weitere Schulungsinhalte abzurufen, oder im Bereich Datenschutz Dokumente braucht, die der Teilnehmer dann noch einmal bestätigt, dann habt ihr hier die Anleitung erhalten, wie ihr das Ganze umsetzen und ausführen könnt.